Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich Deutsch. Ich bespreche heute das Verb antreten hinsichtlich seiner Bildung in allen Zeiten und allen Personalformen. Bevor wir zur Zeitenbildung kommen, ein kurzer Überblick über das Verb selbst. Beginnen wir mit den drei Stammformen, mit denen wir die Zeiten bilden. Erste Stammform antreten, zweite Stammform trat an und dritte Stammform angetreten. Wir haben mehrere Auffälligkeiten. Vom Wechsel zur ersten, zur zweiten Stammform haben wir vom E zum A eine Änderung. Und immer wenn wir eine Änderung im Selbstlaut haben, dann handelt es sich um ein starkes, unregelmäßiges Verb. Zweite Besonderheit, antreten ist ein zusammengesetztes Verb aus der Vorsilbe an und treten. Und das bedeutet für die Bildung der zweiten Stammform eine Getrenntschreibung. Und die Vorsilbe wandert nach hinten. Und die dritte Besonderheit, obwohl wir eine Vorsilbe haben, haben wir zusätzlich auch noch die Vorsilbe GE in der Bildung der dritten Stammform. Silbentrennung, antreten ist ein dreisilbiges Wort, antreten. Jetzt noch ein kurzer Überblick über die Bedeutung. Und hier ist es wichtig, dass man unterscheidet, ob das Verb mit dem Hilfsverb sein oder haben gebildet wird. Die wichtigste Bedeutung des Verbs antreten ist, wenn man bei einem Wettkampf teilnimmt. Wir treten beim nächsten Marathon an, ist hier ein Beispielsatz. Zweite Bedeutung mit sein, wenn man zur Arbeit erscheint. Hier ist der Beispielsatz pünktlich zum Dienst antreten. Dann haben wir noch zwei Bedeutungen mit dem Hilfsverb haben. Wenn die Firma weitergeführt wird innerhalb der Familie, dann kann man sagen, er hat die Nachfolge seines Vaters angetreten. Hier ist die Bildung mit haben. Und schlussendlich noch die vierte Bedeutung, die Erde verfestigen. Der Gärtner hat die Erde angetreten. Kommen wir nun zum eigentlichen Sinn und Zweck dieser Übung, und zwar zur Bildung der Zeiten. Beginnen wir mit der Präsens Gegenwart für das Verb antreten. Einteilige Bildung mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Die erste Person Einzel wird gebildet mit ich trete an. Die zweite Person Einzel du trittst an. Und hier haben wir auch noch eine Auffälligkeit hinsichtlich Unregelmäßigkeit. Wir haben in der Personalform einen Wechsel, in der zweiten und dritten dann auch, vom E zum I und auch in der Rechtschreibung von einem T zu einem Doppel-T. Erste Person ist ja die sprechende Person, zweite Person Einzahl die angesprochene Person und die dritte Person Einzahl die besprochene Person, er, sie, es, tritt an, ebenfalls geschrieben mit einem I und mit einem Doppel-T. Dann haben wir die Bildung in der Mehrzahl. Erste Person Mehrzahl, wir treten an. Zweite Person Mehrzahl, ihr tretet an. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie treten an. Hinsichtlich der Endungen haben wir in der ersten Person Einzahl ein E. In der zweiten Person Einzahl ein ST, in der dritten Person Einzahl würde ich jetzt hier keine Endung anfügen, weil wir einfach einen starken Wechsel im Stamm haben. In der ersten Person Mehrzahl haben wir ein EN, in der zweiten Person Mehrzahl ein ET und in der dritten Person Mehrzahl ein EN. Das war die Bildung der Stammformen bzw. der Personalformen. Das Verb antreten, Bildung mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Kommen wir nun von der Gegenwart zur Mitvergangenheit, zur Zeit vom Präteritum für Ereignisse, die in der Vergangenheit begonnen haben und schon abgeschlossen sind. Hier finden wir ebenfalls eine einteilige Bildung vor, und zwar mit der zweiten Stammform und den entsprechenden Endungen. Erste Person Einzahl, ich trat an. Zweite Person Einzahl, du
tratst an. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es trat an. Mehrzahlformen. Erste Person Mehrzahl, wir traten an. Zweite Person Mehrzahl, ihr tratet an. Und dritte Person Mehrzahl, sie traten an. Wie immer oder fast immer bei starken Verben haben wir in der ersten und dritten Person Einzahl keine Änderung, beziehungsweise nicht nur keine Änderung, sondern wir verwenden keine zusätzliche Änderung. In der zweiten Person Einzahl ein ST. In der dritten Person Mehrzahl ein EN, genauso wie in der dritten Person Mehrzahl und in der zweiten Person Mehrzahl ein ET. Das war die Bildung der Zeit vom Präteritum mit Vergangenheit für das Verb antreten. Einteilige Bildung mit der zweiten Stammform und den entsprechenden Endungen. Eine weitere Zeitform, mit der wir die Vergangenheit ausdrücken können, das ist das Perfekt. Ich habe hier das Hilfsverb sein verwendet. Man kann natürlich, das haben wir vorher gesehen, bei den Beispielen auch Abwandlungen mit dem Hilfsverb haben machen, je nach Bedeutung. Jedenfalls haben wir beim Perfekt eine zweiteilige Bildung. Hier eben mit dem Hilfsverb sein im Präsens und das Vollverb im Partizip 2. Erste Person Einzahl, ich bin angetreten. Zum Beispiel bei einem Wettkampf. Zweite Person Einzahl, du bist angetreten. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es ist angetreten. Mehrzahlbildung. Erste Person Mehrzahl, wir sind angetreten. Zweite Person Mehrzahl, ihr seid angetreten. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie sind angetreten. Das war die Bildung der Zeitform Perfekt für das Verb antreten. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb sein im Präsens. Zweiter Teil Vollverb im Partizip 2. Die letzte Zeitform, mit der wir die Vergangenheit abbilden können, das ist das Plusquamperfekt, auch Vorvergangenheit genannt. Diese Zeitform verwenden wir immer dann, wenn zwei Ereignisse in der Vergangenheit stattfinden für das Vorhergehende, also das erste Ereignis. Deshalb auch der Name Vorvergangenheit. Ebenfalls eine zweiteilige Bildung, und zwar das Hilfsverb sein hier im Präteritum und das Partizip 2 für das Vollverb. Ich war angetreten ist hier die richtige Bildung. Zweite Person Einzahl, du warst angetreten. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es war angetreten. Mehrzahlbildung, erste Person Mehrzahl, wir waren angetreten. Angetreten. Zweite Person Mehrzahl, ihr wart angetreten. Die dritte Person Mehrzahl, sie waren angetreten. Das war die Bildung der Zeit von Plusquamperfekt. Für das Verb antreten, zweiteilige Bildung, Hilfsverb sein im Präteritum und das Vollverb im Partizip 2. Kommen wir nun von der Vergangenheit zur Zukunft. Für Ereignisse, die noch gar nicht stattgefunden haben. Hier haben wir ebenfalls eine zweiteilige Bildung, und zwar das Hilfsverb werden im Präsens und das Vollverb im Infinitiv. Hier lautet die richtige Bildung in der ersten Person Einzahl. Ich werde antreten. Zweite Person Einzahl. Du wirst antreten. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es wird antreten. Erste Person Mehrzahl, wir werden antreten. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet antreten. Und dritte Person Mehrzahl, sie werden antreten. Das war die Bildung der Zeitform Futur 1 für das Verb antreten, zweiteilige Bildung, Hilfsverb werden im Präsens und das Vollverb im Infinitiv. Kommen wir nun zur letzten Zeitform, die wir im Indikativ bilden können.
Das ist das Futur 2, auch vollendete Zukunft genannt. Einzige Bildung, die dreiteilig ist. Erster Teil Hilfsverben im Präsens, zweiter Teil Vollverb im Partizip 2 und dritter Teil Infinitiv von sein. Ich werde angetreten sein, lautet hier die richtige Bildung. Und hier sieht man auch den Anwendungsbereich. Man ist zu einem Wettkampf noch gar nicht angetreten, überlegt sich aber dann schon die Folgen davon, wenn man angetreten ist, dass man zum Beispiel sehr müde ist, dass man erfolgreich war und so weiter. Zweite Person Einzahl. Du wirst angetreten sein. Dritte Person Einzahl. Er, sie oder es wird angetreten sein. Mehrzahlbildung. Erste Person Mehrzahl. Wir werden angetreten sein. Zweite Person Mehrzahl. Ihr werdet angetreten sein. Und dritte Person Mehrzahl. Sie werden angetreten sein. Das war die Bildung der Zeitform Futur 2 für das Verb antreten. Dreiteilige Bildung, Hilfsverb werden im Präsens, Vollverb im Partizip 2 und das Infinitiv von sein.